So, Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag. Ich habe mir ein Combo-Deck rausgesucht, das seit langem mittlerweile besteht, seit Modern Horizon und auch davor eigentlich schon ein Deck war, und zwar Horgak. Horgak ist meiner Meinung nach tatsächlich ein bisschen aus Team Germany entstanden, also dem Zombardement, wie man es so schön nennt. Und seit Horgak existiert, ist Zombardement irgendwie auch kein Deck mehr, weil es gibt keinen Grund mehr, dieses Deck zu spielen, wenn man Horgak spielen kann. Deswegen gucken wir uns heute Bug Horgak an. Wir starten wie immer mit der Mana Base. Wir haben einen Sumpf, Mana Base Ende. Nein, Spaß. Danach haben wir eine ganze Menge an Fetch-Ländern. Und zwar haben wir ein Polluted Delta. Dann spiele ich 3 Verdant Catacombs. Dann spiele ich 4 Misty Rainforests. Warum diese Aufteilung, komme ich gleich zu. Tatsächlich würde ich mittlerweile einen Verdant mehr spielen, aber ja, das muss ich erst einbauen. Und ja, egal. Ja, super gute Karte, Misty Rainforest. Ah, warte, ich habe noch ein Polluted Delta. Nee. Gut vorbereitet, Blackie, gut vorbereitet. Wir haben 2 Polluted Delta, 3 Verdant Catacombs, 4 Misty Rainforest, 2 Bloodstained Mire. Ihr seht schon, alles hat Schwarz- oder Blau-Fetch, weil unsere Landbase, abgesehen von dem Sumpf, den wir haben, besteht fast nur aus Duels. Wir haben ganz billig 3 Uzis. Super günstige Karte. Super billiges Deck. Tatsächlich ist das Deck echt, echt günstig. Wenn man die Duels und die Fetchländer rauslässt, dann kostet das Deck fast nichts. Ich habe schon von Leuten gehört, die angefangen haben, hier mit Schockländern zu hantieren. Die sagen auch, das funktioniert, das ist nicht das Problem. Manche Matchups verliert man dann halt dadurch, aber das dazu signed man halt ab. Wenn man eine Menge von den Fetchländern rumliegen hat, soll das auf jeden Fall auch funktionieren, so als kleiner Tipp von mir. So, wie gesagt, wir haben einen Sumpf, 3 Underground Seas, dann haben wir 3 Bayous. Einfach für die Schwarz-Grünen. Also wir sind Main-Schwarz und haben Grün und Blau nur so ein bisschen als Splash-Farbe. Aber was wir halt auch haben, ist eine Dryad Arbor. Dryad Arbor, deswegen sind hier auch so viele Grün-Fetches drin, die halt sowohl die UC als auch das Bayou finden, also Verdant Catacombs und Misty Rainforest, weil wir eben versuchen, diese Dryad auch fetchbar zu machen, wenn wir gerade noch eine Kreatur brauchen, weil es ist eine grüne Kreatur, die wir fetchen können. Interessanterweise macht sie nicht nur Mana, sondern sie hilft auch der Hauptkarte dieses Decks. Und zwar die namensgebende Karte, die wir 4-mal spielen. Wer es noch nicht erraten hat, wir sind jetzt bei den Kreaturen. Wir spielen Horgak. Horgak ist ein 7-Mana-8-8, bei dem kein Mana benutzt werden kann, um den zu casten. Das klingt schon mal ziemlich doof. Er hat Convoke und Delve, das bedeutet, man kann Kreaturen tappen, Mana der Farbe der Kreatur günstiger zu machen, oder man kann eben Karten aus dem Friedhof exilen, um die ein Mana weniger kosten zu lassen. Das Starke bei dieser Karte ist, man kann sie aus dem Friedhof casten, sehr Trampel, und nicht zu vergessen, sie ist legendär. Das bedeutet, wir können Dryad Arbor fetchen und können sie trotzdem benutzen für den Convoke für diese Karte, auch wenn sie Einsatzverzögerung hat, weil das interessiert Horgak nicht. Horgak heißt also, wir versuchen unseren Friedhof möglichst schnell und viel groß zu machen. Wie machen wir das am besten? Mit der Karte auch 4-mal Stitcher Supplier. Ein Mana 1-1, wenn ein Spielwerk kommt oder stirbt, nehmen wir die obersten 3 Karten unseres Decks und legen sie in den Friedhof. Ich verstehe immer noch nicht, warum das Ding ein Zombie ist. Echt nicht. Da kommen wir später zu, weil das ist einfach dämlich. Was sieht aus wie ein Mensch, aber naja, egal. Weiter im Text. Wir spielen auch 4 Hadron Crabs. Es gibt auch eine Junt-Version, ich mag die Bug-Version halt lieber, weil eben wir auch Hadron Crabs spielen können. Hadron Crabs, Landfall, ein Spieler unserer Wahl, das sind meistens wir, millen 3 Karten. Ein Mana 0-2, die meisten kennen die Krabbe, gerade weil sie jetzt auch einen neuen Reprint bekommen hat, den wir aber nicht spielen können, weil es nur Gegner betrifft, und das ist ein bisschen schade. So, dann, wie kriegen wir natürlich irgendwie noch Value aus dem Friedhof? Ich habe gerade eben schon gesagt, es ist super, super dämlich, dass der Stitcher Supplier ein Zombie ist. Weil wir spielen Gravecrawler. 4 Stück, 4 Gravecrawler. Ein Mana 2-1 kann ich blocken. Wir können den aber aus dem Friedhof casten, wenn wir einen Zombie kontrollieren. Das bedeutet, wir können in der ersten Runde einen Stitcher Supplier spielen. Wenn wir dabei einen Gravecrawler hitten, können wir den in der zweiten Runde auf jeden Fall aus dem Friedhof casten, weil wir haben ja einen Stitcher Supplier. Ziemlich, ziemlich gut. Und für einen Mana aus dem Friedhof zu casten, ist ziemlich cool. Wichtig dabei ist, dass wir den casten. Das heißt, wenn wir Turn 2 Stitcher Supplier machen und dann Gravecrawler, haben wir 2 Kreaturen gecastet. Was passiert, wenn wir 2 Kreaturen casten und wir Venture eine Friedhof haben? Venture ist eine 4-Mana 4-3 Eile-Kreatur, die besagt, wenn wir 2 Kreaturen in einem Zug casten, kommt die aus dem Friedhof wieder ins Spiel. Auch hier kriegen wir unsere Karten wieder aus dem Friedhof, was super interessant ist und eben dazu führen kann, dass wir erste Runde Hadron Crab, zweite Runde Stitcher Supplier, into Gravecrawler, into 2 Venture, den Gegner schon mal für 8 hauen.
Das kann ihm passieren. Das ist nicht nur ein Combo-Black, sondern das hat auch einen sehr, sehr starken Beatdown-Plan. Gerade weil wir auch relativ früh den Hoggak einfach casten können. Auch hier wichtig, Vengevine, Gravecrawler, Stitcher Supplier einfach schwarz bzw. grüne Karten zu benutzen, um die Mana-Kosten günstiger zu machen. Headroom Grab kann man auch benutzen, aber nur für farblos. Die letzte Karte, die aus unserem Friedhof ein Value generiert, ist der Bloodghast. Leider kein Zombie, sondern ein Vampir. 2 Mana 2-1 kann ich blocken. Er hat Eile, solange der Gegner 10 oder weniger Leben hat. Und mit Landfall bedeutet, man kriegt den aus dem Friedhof wieder ins Spiel, wenn man ein Land ins Spiel bringt. Auch hier sehr, sehr easy, sehr, sehr cool. Macht sehr, sehr viel Spaß, diese Karte zu benutzen, gerade wenn man auch ein Fetchland liegen hat. Weil wir haben Möglichkeiten, unsere Kreaturen zu opfern. Wenn wir dann eben einen Bloodghast opfern, können wir ihn 2-3 Mal opfern mit einem Fetchland. Das ist schon ziemlich cool. So, die letzte Kreatur ist eben eine dieser sogenannten Sack-Outlets. 1-Mana-1-1, der Carrion Feeder, er kann nicht blocken. Und wir können eine Kreatur opfern, um auf denen +1/+1 Marke zu legen. Hierbei ganz cool, wir können eben den Stitcher Supplier opfern, um eben 3 Karten zu millen. Wir können einfach, wenn wir den Bloodghast draußen haben, den Bloodghast opfern, ein Fetchland spielen, Bloodghast kommt wieder, wir opfern den Bloodghast wieder, wir fetchen, Bloodghast kommt wieder. Das heißt, wir haben einfach für den Fetch Land, was wir droppen, 2+1/+1 Marken gekriegt. Auch hier ganz interessant, das ist auch ein Zombie. So, dann kommen wir zu den Nicht-Kreaturen-Karten. Da haben wir tatsächlich nicht so viele, wie man mittlerweile schon bei den Stapeln sieht. Aber wir haben ein paar. Wir waren gerade eben bei Sack-Outlets. Der beste Sack-Outlet, den dieses Deck hat, ist der Altar auf Dementia. 2 Mana-Artefakt, wir können eine Kreatur opfern, um einen Spieler unserer Wahl Karten millen zu lassen in Höhe der Stärke. Das bedeutet, wenn wir einen Hoggak opfern, muss der Gegner oder wir selber 8 Karten von unserem Deck auf den Friedhof legen, beziehungsweise von seinem Deck. Und da wir unseren Friedhof hier relativ schnell voll machen wollen, beziehungsweise wir eben auch hier Karten wie Bloodghast, Stitcher Supplier oder Gravecrawler haben, die wir halt dann sagen können, für jedes Schwarze muss der Gegner 2 Karten millen. Hier war interessant, in der Jund-Variante gibt es hier noch Versionen, die Goblin Bombardement spielen, um eben den Schaden zu schießen. Ich finde, das Millen ist so viel konstanter, weil wir eben uns auch selber die Combo enablen. Wenn wir beim Millen sind, auch interessant, Careful Study. Diese Karte ist einfach in diesem Deck besser als der Brainstorm. Für ein blaues ziehen wir 2 Karten und werfen dann 2 Karten ab. Beim Brainstorm müssten wir sie ja wieder oben drauflegen. Das wäre ziemlich doof. Wir werfen die aber ab. Und wenn man damit zum Beispiel 2 Bloodghasts abwirft, einen Landdrop, 2 Kreaturen hat, ist das schon ziemlich, ziemlich cool. Und hier einfach der Superior Brainstorm. So, ebenfalls aus dem Friedhof castbar haben wir Cave Therapy. Diese Sorcery sagt halt, für ein schwarzes Mana sagen wir eine Nicht-Dann-Karte an. Meistens sowas wie Force of Will Game 1. Ein Spieler unserer Wahl zeigt seine Hand offen vor und muss alle Karten mit diesem Namen abwerfen. Interessant dabei ist, dass wir uns auch selber wählen können, wenn wir eben Vengevines oder ähnliches auf der Hand haben. Wir können diese Karte aus dem Friedhof casten, indem wir eine Kreatur opfern. Kreatur opfern ist toll. Es macht in diesem Deck halt mega viel Sinn, weil die letzte Karte, die ich euch vorstellen möchte, ist die Bridge from Below. Dredge-Spieler kennen diese Karte. Bridge from Below ist eine Verzauberung, die niemals auf dem Board sein sollte. Sie kostet 3 schwarze Mana und hat auf dem Feld einfach keinen Effekt. Immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur vom Feld auf den Friedhof gelegt wird, wenn die Bridge from Below im Friedhof schon ist, kriegen wir einen 2-2-Zombie. Auch hier wichtig, Zombie, weil wir den Gravecrawler damit auch wieder casten können. Und immer wenn eine Kreatur in einen gegnerischen Friedhof gelegt wird und Bridge from Below im Friedhof ist, wird sie aus dem Spiel entfernt. Das kann man auch ziemlich cool triggern und mit den Triggern stacken, wenn zum Beispiel Mass Removal kommt, wie zum Beispiel in Wrath of God oder ähnliches, dass man trotzdem noch mit 2-2 Zombies am Ende am Board stehen bleibt. So, ich möchte euch jetzt mal gerade so einen klassischen Turn zeigen. Tatsächlich ist das ein Turn, mit dem ich vor ein paar Spielen mit diesem Deck easy gewonnen habe, was einfach mega Spaß gemacht hat. Und zwar hatte ich einen Altar auf Dementia draußen, sonst eigentlich nur noch ein Land. Und ich habe eine Dryad Arbor gedroppt, wodurch ein Bloodghast aus meinem Friedhof ins Spiel gekommen ist. Und ich somit 2 Kreaturen hatte, eine grüne, eine schwarze, um meinen Hoggak aus dem Friedhof zu casten. Ich habe dann noch irgendwie ein paar Karten, 5 Karten halt noch aus dem Friedhof exiled für das Delve und hatte damit dann einen Hoggak im Spiel mit 2 Bridge from Below im Friedhof. Das, was bedeutet hat, ich konnte mit dem Altar auf Dementia den Hoggak opfern, mich selber um 8 Karten millen. Ich habe 2 Zombies bekommen. Diese 2 Zombies, dargestellt jetzt mal gerade durch, diese beiden ungesleeveden Karten. Diese beiden Zombies konnte ich wieder tappen und von diesen 8 Karten, die ich gemillt habe, 5 aus dem Friedhof exilen und konnte eben den Hoggak wieder casten. Somit habe ich die 2. Karte dieser Runde gecastet und ich hatte mich selber mit ein paar Vengevines gemillt. Bedeutete, ich hatte einfach mal so 2 Vengevines, die noch mit reinkamen.
So ein Board kam halt aus dem Nichts, was einfach super, super cool ist. Auch hier können wir uns jetzt weiter millen. Wir können uns wieder um 8 Karten hiermit millen. Wir können uns nochmal um 8 Karten millen. Haben wir 16 Karten gemillt. Das bedeutet, wir können Hogak so 2 bis 3 Mal easy noch casten. Gerade wenn wir mehr Bridge from Belows haben, müssen wir weniger Karten aus unserem Friedhof exilen. Wodurch wir einfach irgendwann genug Karten im Friedhof haben, dass wir den Gegner ausmillen können. Oder eben so ein Board haben, das den Gegner einfach umrumst nächste Runde. Was einfach super, super, super cool ist, dass dieses Deck eben auch eine Beatdown-Variante hat. Das vergessen ganz viele Leute. So, kommen wir zum Sideboard. Das Sideboard ist relativ straight, wie das gesamte andere Deck auch aufgebaut. Es ist nun mal ein Combo-Deck, aber gut. Wir haben 3 Force of Vigor. Unsere Gegner werden gegen uns Leyline, Gravedigger's Cage, Rest in Peace und ähnliche Hate-Karten spielen, um eben unseren Friedhof zu removen, weil wir sind nun mal ein Combo-Deck, das über den Friedhof funktioniert. Mit Force of Vigor können wir diese Karten halt aus dem Spiel entfernen. Für 4 Mana können wir bis zu 2 Artefakte und oder Verzauberung zerstören. Und wir können diese Karte wie jede Force spielen, indem wir eine grüne Karte aus unserer Hand abwerfen. Aber bei Force of Vigor muss es der Gegnerzug sein, damit wir das machen dürfen. Das ist aber jetzt soweit nicht schlimm. Auch zum Removen von Artefakten und Verzauberungen und auch gegen das Dark-Doof-Combo-Matchup. Assassin's Trophy, ein grünes, ein schwarzes, wir zerstören permanentes, das den Gegner kontrolliert. Dieser darf dann sein Deck nach einem Standardland durchsuchen und es enttappt ins Spiel bringen. Kann man eben auch Länder mit zerstören, die einen vom Angriff hindern oder ähnliches, oder eben nervige weiße Leylines. Dann haben wir Abrupt Decay, ein grünes, ein schwarzes, kann nicht gekontert werden und man zerstört nicht dann permanente Mana, kosten 3 oder weniger. Auch hier gegen eben Hate-Kreaturen eher gesehen, die uns halt eben stören können. Wenn der Gegner so einen Knight of the Reliquary hat, müssen wir den halt zerstören, bevor er seinen Buyuka-Bock aus dem Deck holen kann. Und ja, dementsprechend ist Abrupt Decay nun mal auch eine Allround-Antwort. Dann haben wir 2 Thoughtseize mit den Thoughtseize. Oh. Mit den Thoughtseize haben wir einfach eine Möglichkeit, den Gegner Handkarten abwerfen zu lassen. Ebenfalls wie die Cable Therapy. Auch hier Combo-Matchups sind da teilweise getargetet. Oder eben um zu schauen, ob der Gegner irgendwie ein Surgical hat oder irgendeine andere Graveyard-Hate-Karte, um eben dann aufgehen zu können. Das ist ganz gut. Interessanterweise ist es so, dass Surgical Extraction uns gar nicht so hart hittet. Wenn wir gegen Surgical-Decks spielen, die meistens den Hogak oder den Altar rausnehmen, decken wir einfach 2 Carrion-Feeder rein, die als zusätzliche Sack-Outlets funktionieren. Und einfach einen Beatdown-Plan verstärken. Was echt cool ist, da einfach die Diversität ein bisschen aufrechtzuerhalten mit unseren Sack-Outlets. Und deswegen habe ich hier auch die beiden Old-Bordered Carrion Feeder reingenommen ins Sideboard, damit ich genau weiß, welche Karte ich rausborden muss. Des Weiteren eine Schwäche, die wir haben, ist Reanimate, weil auch hier alles an Combo-Decks, was schneller ist als wir, ist nervig, weil alles andere interessiert uns nicht, weil jedes andere Deck umspielen wir einfach und machen wir einfach tatsächlich kaputt. Ich mag dieses Deck total. Wir spielen 4 Leyline of the Void, 4 Mana Enchantment, das zu Beginn des Spiels, wenn es in der Starthand ist, ins Spiel kommt, und Karten, die in den Friedhof gehen würden beim Gegner, gehen stattdessen ins Exile. Also genau diese Karte, die uns tatsächlich vernichten würde, die spielen wir auch. So, dann eine kurze Zusammenfassung. Wir haben mit Hogak ein Combo-Deck vor uns, was eben auch einen Beatdown-Plan hat, was ganz hart den Graveyard als Ressource benutzt und immer wieder Karten aus dem Friedhof castet bzw. ins Spiel bekommt, um eben mehr Value zu bekommen. Wir haben einen Beatdown-Plan, wir haben einen Mill-Plan. Wir sind sehr stark mit Sack-Outlets belegt, sowohl im Mainboard als auch im Sideboard. Wir können eben mit Cable Therapy auch hier 2, 3 Zombies mit der Bridge from Below bekommen und können dann wirklich schauen, dass wir extremst cool um alles herumspielen, was der Gegner tut. Weil wenn der Gegner versucht, mit einem Oko, Uro, Jorion, Haufen irgendwas zu reißen, macht dieses Deck das auf jeden Fall platt. Das war der Grund, warum dieses Deck sich gebildet hat, sage ich mal. Weil es eben zu der Zeit um jede andere Hate-Karten-Combo-Control-Scheiße rumgespielt hat, was ich sehr, sehr, sehr cool finde. Das Deck ist, wie gesagt, nicht günstig wegen der Landbase. Alles andere in dem Deck ist richtig günstig, gerade für ein Legacy-Deck. Und ich finde halt, es ist super schwierig, da Abstriche zu machen, was die Duels angeht. Ich habe schon Leute gesehen, die mit weniger Duels gespielt haben. Ich finde es persönlich nicht gut, weil man im Endeffekt ja eh nur 3 Runden maximal spielen möchte, um dann eben in eine Mill-Kombo zu gehen oder eben den Gegner bis dahin wirklich tot zu prügeln. Das passiert öfter, als man denkt, dass man wirklich mit einem Turn 3, 8, 8er und einer oder 2 Wendschwein plus eben 1, 2 Zombies bzw. Vampiren auf dem Board sitzt. Das ist schon
schon strong. Ich mag das Deck. Ich finde das Deck richtig, richtig cool. Und ich werde das auch noch ein bisschen weiterspielen und ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick da rein geben. Wenn ihr dieses Deck spielen wollt, gebe ich euch den Tipp, ihr müsst wirklich mit eurem Friedhof als Ressource arbeiten können. Sobald ihr das könnt, könnt ihr euch eben auch mit Force of Vigor und anderen Sideboard-Karten aus brenzligen Situationen befreien und den Gegner halt umnatzen. Wenn euch das Spaß macht, dieses unfaire, ich benutze meinen Friedhof sehr viel, um Value zu generieren, Spielstil, dann ist Horgak auf jeden Fall ein Deck, was ihr euch anschauen solltet, gerade wenn es nicht Dredge sein sollte oder ein anderes Friedhofsdeck. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.